Hallo ihr Lieben, hinter mir seht ihr das Sachsenbad und demnächst findet ein Bürgerforum statt, was über die Zukunft von dieser Ruine entscheiden wird. Das Sachsenbad steht seit den 1990er Jahren einfach leer und verfällt vor sich hin und wir müssen dafür sorgen, dass daraus wieder was Nutzbares für die Stadt und für die Allgemeinbevölkerung wird. Und zwar gibt es seit Ewigkeiten Streitigkeiten, was nun mit dem Sachsenbad passiert und demnächst findet endlich ein Bürgerforum statt, auf dem wir über die Zukunft entscheiden können. Die Bürgerinitiative Endlich Wasser in das Sachsenbad kämpft seit bald zwei Jahrzehnten wie eine Löwin dafür, dass das Sachsenbad wieder zum Schwimmbad wird. 3000 Unterschriften bei einer Petition, Rekord. Als erste in Dresden Bürgerforum geschafft, Rekord. Und die Bürgerinitiative wird nicht müde zu sagen, dass es nicht nur um das Bad als Schwimmbad geht, sondern es geht um das ganze Areal, also auch um ein soziales Zentrum für Pieschen. Auch für Sachsenbad ist jetzt Corona-Zeit. Das heißt, um an dem Bürgerforum am 19. teilnehmen zu können, muss man sich bei sachsenbad@dresden.de anmelden und man muss einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Nimmt am besten Enkel, Tochter, die Mutter und die Oma und die dazugehörigen männlichen Parts, tragt sie zum Test und geht alle als große Familie dahin, damit dann auch wieder alle Generationen im Sachsenbad schwimmen können. Wenn ihr euch noch vorbereiten wollt oder weitere Informationen braucht, findet am 15.04. um 17 Uhr noch eine Bürgerinnen-Sprechstunde statt mit Kathi Bischofsberger von den Grünen, Pia Bako von den Linken und unserem Piratenstadtrat Martin Schulte-Wissermann.